und ist um Anschluss bemüht. Aus dem Bogen heraus geht es erstmals auf die geradezu 19:6, die erste Zwischenzeit aus dem Band, und Hirondina Queen außen geht jetzt vorbei an Lady Elegance und übernimmt die Führung. Hirondina Queen, Lady Elegance, New Horizons, und der Außen ist aufrücken, der Henry Beuton sorgt, das sind die ersten vier. Dann verliert Robin Couleur und wählt etwas den Anschluss, König Samo in Memory Bludgeons. Eine Runde noch zurückzulegen. Und Hirondina Queen mit Garlin Swan hier an der Spitze. Eingangs das Wetzler der E-Bogens. An der Innenseite Lady Elegance, Henry Beuton. Drei deutlich voraus und Henry Beutensorg hat hier die Führung. Wird jetzt allerdings von New Horizons bedrängt. Henry Beutensorg, New Horizons an der Außenseite, kommt näher. Lady Elegance kommt nicht mehr näher, ist allerdings für Rang 3. Auch mehr oder weniger ungefährdet die Siegentscheidung zwischen Henry Beutensorg und New Horizons. Das liegt ganz knapp, aber Henry Beutensorg hält den Vorteil. Henry Beutensorg am Ende dann doch mit einer Dreiviertellänge von New Horizons. Lady Elegance auf Rang 3. Otto Couleur für Platz 4. Und Nordic JC und Enen Felten Moon River zu sehen. Klaus Haseler folgt dann im 7., 8. Position. Und so sind sie jetzt im letzten Bogen. 500 Meter sind es noch. 15-2 der nächste Abschnitt. Außen der Druck von Aber er macht super weiter. Also Traum von Trabrennpferd. Jetzt haben wir dich ja im Trabrennsport oder euch relativ lange vermisst. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, woran es gelegen hat. Ja, also es kommt natürlich wegen meiner Gesundheit, meinen Händen. Also hauptberuflich werde ich das auch nie wieder machen können, weil ich Arthrose in beiden Daumengelenken habe und dadurch die Züge halt nicht mehr festhalten kann. Beziehungsweise nicht mehr den ganzen Tag. Und ja, irgendwie hat sich das so mit Maurits ganz sehr ergeben. Den haben wir angefangen zu trainieren. Und ja, so kam dann wieder ein zweites Pferd und naja, hat es wieder gekitzelt. Und Joe Cocker, der redet natürlich mit Joe Cocker in Berlin, der hat überhaupt wieder alles ausgelöst. So ein Mist, jetzt sind wir wieder da. Na, so ein Mist ist das gar nicht, so eine schöne Sache, oder nicht? War denn die anderen noch einigermaßen zu ertragen ohne Traber? Ja, geht, aber der Traum finde ich wirklich schön, aber... Okay, jetzt kommt Joachim, wir werden das Gespräch jetzt hier an der Stelle beenden. Dann trotzdem einmal bitte Ihren freundlichen Applaus für Anne Lehmann, für den Erfolg mit Henry Beutensorg. Gratuliere nochmal. Ja, danke schön. Joachim, bitte umdrehen.